Hallöchen, Popöchen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder zurück zu einer neuen Folge Imperium mit Minjas, dem alten Hauding. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Hallöchen, Popöchen. Ja, und mir, ja. Herr Fleischhammer. Und viel Spaß. Schwierig. Wir sind in einer neuen Aufnahmesession, wie Jack schon gerade vermutet hat, gesagt hat. Vermutet. Es ist schon wieder spät. Das ist ein Thema. Jetzt ziehst du durch. Ja. Du setzt kurz das Wasserteil, ich pack mein Zeug. Ich setze das Wasserteil, genau. Ja, wir wollen im Weltraum. Wir haben jetzt. Aua. Wir haben ja das letzte Mal extra hier Stuff vorbereitet. Weißt du, was mir auffällt? Was denn? Nixe Kiste. Was? Nixe Kiste. Wir haben keine Kiste. Ach so. Ja, gut. Man kann ich alles schnell eine machen. Ja, bitte. Dann können wir ja unten den Stuff da reinlegen. Frachtbox ist für alles, wa? Frachtbox ist für alle da, genau. Mein Kack, dein Kack. So, jetzt. Eine Frachtbox machen, dann packe ich mir den Stuff da rein. Ich habe auch noch Schotter in der Tasche. Ich habe 12 von den Dings bei. Genau, ja. Was mir gerade einfällt. Schotter, Nahrung, ich habe noch einen Reservepack. Wie sieht es bei dir aus insgesamt? Insgesamt low. Dann kriegst du von mir jetzt ein Päckchen, wa? Wir müssen ja nicht ewig im Weltraum sein. Wir werden zwar abgeschossen, werden ähnlich verrecken, aber das kennen wir ja schon. Ich guck mal noch mal kurz in der Umgebung nach ein bisschen Zeug. Zeug? Okay. Bieren also, jetzt in Stangenform. Der Crafter ist zwei breit, wa? Dann machen wir die Kiste in die Mitte und den anderen Crafter auf die andere Seite. Wir können es ja immer noch umgestalten. Genau. Das kostet ja nichts, deswegen. So, Schotter. Medipack, ich habe 5 Abbautools dabei. Das sollte ja wohl reichen, wa? 5 Abbautools. Achso, Dings hier. Hm? Das Füll- und Ebenenwerkzeug lasse ich hier. Das ist ja Blödsinn, dass ich das mitnehme. Das ist Quatsch, ja. Den Block lasse ich da. Ich habe einmal Essen dabei, 234 Schuss, 2 Verdampferladungen. Könnte ich nochmal schnell was herstellen, wa? Ne, wir haben keine Energiekapseln. Doch, können wir hier herstellen. Ich hätte noch ein paar. Ja. Aber wir müssten eigentlich irgendwo. Wir brauchen noch. Oh Gott. Was? Ach, gut. Nee, wir sind im Raumschiff. Im Raumschiff ist, weiß ich nicht. Wie viel hast du denn noch einstecken, sagen wir mal so? Jetzt noch 12. Aber ich habe irgendwie welche gemacht. Aber ich glaube, wir haben 2 Generatoren gebaut, gell? Und laut den Kommentaren, laut euch, heißt es, 2 Generatoren verbrauchen weniger. Kann das sein? Kannst du mal ins Raumschiff? Bist du am Raumschiff? Nee, gerade nicht. Ich gucke ja gerade hier nach Essen. Was bringen die eigentlich? Ausdauer wäre Nahrungswert. Das ist doch super. Immer rennen in die Figur. Immer rennen mit der Zeug. Wechselt eigentlich nach? Oder tue ich hier gerade Raubbau betreiben? Wie viel Abbau, Zerlegereparatur, Gedöns hast du noch? 2. 2? 2, Ich hab's wieder nicht verstanden, aber das wird passen. Du hast es wieder nicht verstanden? Ne, 2 oder 3 konnte ich nicht unterscheiden. Ach wie so. Am Telefon. Du hast dein Mikro, ist irgendwie. 2. Du brauchst ein besseres Mikro. Du, ich weiß, wann du Geburtstag hast, kriegst von mir ein Mikro. Echt jetzt? Ist noch so lange hin. Ja, mach jetzt. Deswegen sage ich das Livestream. Dann hast du es wieder vergessen. Wir können ja Spenden rufen. Wir haben doch den 10.000er Livestream. Ja, stimmt. Der ist bald, ja. Und da kann man ja als Ziel und was dann nicht zusammenkommt, lege ich oben drauf. Wow. Spende nicht, mach den Aufruf. Ja, das muss bluten. Das mache ich wirklich. Nee, ich spende dann im Livestream für dich, wenn das nicht reichen sollte. Oh Gott. Auch ein schönes Tier, so ein schönes Rot, wie ich hab, ha? Oh. Ja, damit das mal aufhört mit dem komischen Ton da. Nein, du. So, ich habe jetzt 11 Verdampferladungen. Und ich mache noch einen Abbautool und dann Munition. Sollen wir noch Munition machen? Ich habe hier 125. Ich habe dich doch. Ja, ich habe dir doch Munition. 234. Wie ja, siehst du, läuft. 125 läuft. Können wir machen. Alles gut. Reicht. Reicht. So, Energieladung nehme ich noch mit. Hier sind 50 Stück drin. Wo? Energieladung. Im Craft-Tool-Gedöns. Genau. Ja, dann lasse ich die 14, die ich gerade hergestellt habe, hier. Ich meine, das ist ja Quatsch, ne? Bitte, ja. Mache ich das hier rein in Energietank? Stromverbrauch ist 52%, steht hier. Okay, ich nehme doch ein paar mit. Beide Generator haben wir nicht gecheckt, ne? Wir fliegen jetzt auch los. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich bin voll, mir geht's gut. Wo ist mein Cockpit? Da, du musst nochmal aussteigen, weil sonst steuere ich die Raketen, ne? Was ja jetzt nicht unwitzig wäre, oder?
Ja, aber ich kann ja nicht steuern. Also, ob du sie jetzt schießt oder ich, ist ja mal. Ey, ich sag dir nochmal. Nee, ich glaube, das liegt am. Nee, Moment, ich habe einen Beifahrersitz. Ich glaube, da ist es egal. Bei dem zweiten Cockpit war das nicht egal. Ah. Glaube ich. Nee, doch, da war es auch egal. Nee, da ging es auch nicht. Ist vergiss, ja jetzt auch nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Vergiss einfach. Gut. So, denn, ich stelle die Karre auf. Warte, lass mich das von außen angucken. Warte. Ich kann mich jetzt endlich drehen. Schade. Nein. Ich hab. Ups. Hast du sie gerade gecrasht? Nee, ja. Nee, steig ein. So, jetzt sehe ich das von der Seite. Ey, vielen Dank an den Entwickler, dass ihr das möglich gemacht habt, dass man endlich hier von außen drehen kann, auf dem Beifahrerposition. So, jetzt nochmal. So, ja, nochmal. Ich stell hoch. Shit, geht nicht mehr. Das geht nicht mehr ganz. Doch, versuch. Ready for take-off. Ich mache einen Screenshot. Wenn ich nichts kann, Screenshots kann ich ja machen. Geil. Ey, das ist übrigens das Rekord für uns, oder? Dritte Folge. Vierte Folge. Ich krieg keinen Screenshot hin, weil ich kann die Drehung nicht aufnehmen. Doch, jetzt habe ich es, glaube ich, geschafft. Egal. Vierte Folge Weltall, das ist doch schon echt schnell für uns, oder nicht? Ja. Oh, jetzt hat es kurz und da sind wir schon im Weltraum. Plupp, schön haben wir. Ist schneller geworden und. Ich habe schon wieder an internal error occupied. Please insert a short description in the mail. Schreib rein. Wollten im Weltraum ist kaputt. Ich kann nur continue drücken. Hast du einen Pausebildschirm? Tatsächlich, ja. Sehr gut. Mach mal kurz rein und mach mal. Warte. Es kommt noch was. Was ist denn das? War schon. Also, es ist nicht regelmäßig, ne? Wir haben es auch schon geschafft, den Weltraum zu verlassen ohne den Fehler. Schreib rein, ist kaputt. Wissen Sie Bescheid. Quit den Mail, Mann. Und macht endlich die Dinos aus dem Spiel. Ja. Oder macht den noch ein viertes oder fünftes Horn auf dem. Ja, genau. Irgendwie sowas. Und mutationsmäßig, ja. Na toll. Ich glaube, dass die Dinos ein fertiges Objekt sind. Man kann ja in dieser Unity Engine hat man ja verschiedene. Pref-Apps oder wie sich das nennt. Das war jetzt irgendwie komisch, du. Im Augenblick belegt, steht hier. Was ist im Augenblick belegt? Kommst du wieder rein? Warte. Ich zieh mal einen Helm an und steig mal aus. Warte. J. So, ich hab dann auch ganz schnell das. Warte hier draußen. Ja, toll. Ich mach mal einen Unterbodencheck. Ist ja auch wichtig. Soll man nicht unterschätzen. Was, warum war das schon wieder? Ich bin jetzt. Wir sind einfach nur in den Weltraum geflogen. Du bist mit bei mir gewesen? Ja. Eigentlich hätte da jetzt. Hast du rechte Maustaste zufällig gedrückt beim Neva? Ja. Du meinst jetzt, als wir ausgetreten sind? Ja, ich habe das mir von der Seite angeguckt. Meinst du, daran liegt's? Aber mit der rechten Maustaste? Nee. Keine Ahnung. Ja, weißt du, ich hatte das schon mal gehabt. Multiplayer, Spielfortsetzung. Ich hatte das schon mal gehabt, als ich das Zielfernrohr benutzt habe im Cockpit. Ja, ich kann mich erinnern. Da warst du irgendwie festgepackt in der Ansicht, ne? Wo bist du denn? Ich bin quasi gleich da. Da könnten wir eigentlich auch schon mal wieder hier anschalten. Genau. Der nervt mich als mit Hinweisen. Die können nicht allein. Oh. UJ. Mann, Achim. So, warte, ich steig ein. Lag das vielleicht daran, dass ich keinen Helm auf hatte? Nee. Quatsch, nee, ich bin ja auch. Dass wir beide keinen Helm auf hatten, das hat das Raumschiff überfordert. Das kann haben. Weiter geht's. Weiter geht's, ja, genau. So, hat nur ein paar Minuten gedauert. So. Wir wollen die. Eisplanet. Echt jetzt? Da war ich mit Jolle und Kriasnokal. Weil ich dachte, wir holen uns jetzt dieses Zastarium oder so. Bei den Asteroiden rum? Ja. Wo sind die? Da auf jeden Fall die falsche Richtung, umdrehen. Ja. Weiter nach oben. Du bist viel zu hektisch. Da schauen wir mal Maus. Mal runter. Mach mal eine Kur. Ich bin für den Eisplaneten, weil da gibt's richtig geile Bases. Na gut, dann. Ich meine, das Eisplanetenthema hatten wir ja letztens. Deswegen. Und du kannst mit diesem Ding, kannst du auf jeden Fall, wo ist er denn hin? Ach, die sind vor uns, die Dings. Ah ja, okay. Das ist Omikron, links oben ist das, oder? Ist der Eisplanet, hier links oben. Aber war da nicht irgendwo noch ein Mond?
Oder ist der Mond mittlerweile weg? Der ist ja rechts von uns. Dreh mal nach links hoch. Links hoch? Ja. Ach, da! Ja, ja, genau. Müsste es sein. Er liegt jetzt so ein bisschen im Schatten, deswegen sieht man das nicht so. Also unter uns ist Omikron, hier links unter uns. Wir sollten auf dem Rückflug vielleicht kurz bei den Asteroiden halten. Ja. Ja, wir kommen ja nicht zurück, wir werden jetzt abgeschossen auf den Planeten. Achso, du kannst übrigens aus einer sehr, sehr hohen, aus einer sehr, sehr hohen Entfernung kannst du abschießen, ne? Ja, ja, ja. Also ich habe das im Livestream auch gemacht. Habe ich mehrfach gelesen, genau. Okay. Und irgendjemand hat gesagt, wo war das denn? War es im Livestream? Wo weg denn? Ich weiß nicht mehr. Ich habe Tipps gegeben. Nee, du, das ist Omicron aber. Moon ist das. Okay, dann ist es da links oben. Dann hoch. Jetzt der linke. Na toll. Ja. Wir brauchen mehr. Ich freue mich schon drauf, wenn es Server gibt, dass man dann vielleicht auch getrennt die Sachen verlassen kann. Weißt du, was ich meine? Wobei zu zweit ist es ja ein bisschen blöd. Warum will der jetzt der eine? Weißt du, da passiert ja nichts. Da gehst du lieber zusammen. Ja, weißt du, doch, klar. Wieso? Mal eben irgendwie. Ja, gut, klar. Du könntest jetzt zum Beispiel im Weltraum die Basis haben und dann sagt er, ich flieg kurz auf genau. Arona hier auf die Erde und hol Sauerstoff. Genau. In der Art. Ja. Haben sie eigentlich diese Dings wieder rausgepatcht? Diese komischen Viecher? Die Drohnen? Ich hab grad Feinkontakt auf dem Display, auf dem. Quatsch, echt jetzt? Irgendwo ist hier eine. Die ist aber weit unter uns, wenn ich das Radar richtig. Ja, ja, das ist weit unter uns. 1,2 Kilometer unter uns fliegt er weg. Space Drone. Plasma. Wollen wir nicht mitspielen, sind wir noch ein bisschen. Aber irgendwann. Irgendwann. Eines Tages werde ich mich rächen. Was haben sie wieder rausgepatcht? Du hast einen Satz begonnen? Ja, ja, die Drohnen. Die Drohnen. Nee, die sind drin. Weil ich die eigentlich bei dem da unten erwartet hätte, hier noch. Aber die sieht man. Also ich sehe nichts auf meinem Display, deswegen. Jetzt ist auch nicht mehr da. Die ist eben unter uns weggeflogen. Meinst du, da ist wieder. Jetzt sehe ich sie wieder. Hm? Rechts unter bei mir passiert uns. Gar nichts, ja. Weil auf dem. Also von außen sehe ich sie auch nicht. So. Konzentration? Ja. Dün, dün, dün. Ich glaube, da ist schon eine Basis. Also du fliegst jetzt direkt auf einen Kampf zu. Nee, es gehört zu Wolken. Erzähl mir mal jetzt nicht genau. Ich sehe die Basis aus dem Weltraum. Eintritt in die Erdatmosphäre. Ah, wir verglühen. Och, du siehst ja gar nichts seitlich. Okay, jetzt rechts eine Drohne. 1 Uhr. 1 Uhr. Okay, ich sehe sie nicht. Zieh mal hoch. Wir wollen doch jetzt hier dieses grüne Zeug eigentlich holen, oder? Richtig. Richtig. Silizium. Du musst halt drauf aufpassen. Es gibt halt hier so Vorposten und Hauptbasen. Links unter ist eine Drohne. Die sehe ich, ja, die sehe ich. Mach's weg. Echt jetzt? Warum nicht? Bleib stehen. Mal sehr vorsichtig mit diesem Straven. Na nu. Ach. Halt doch einfach mal an. Geht das nicht? Ja, links doch, kommt klar. Von links werden wir schon. Links, dreh hart links bei. Die ist ganz nah. Und die hat Raketen. Feuer! Und weg! Da ist noch eine. Okay, muss jetzt. Harte Drohnen-Action. Wollen wir die jetzt kurz bekämpfen? Oder wie? Jo, mach weg. Mach weg, sagt er. So easy, oder? Komm, gleich haben wir. Ja, boah, aus der Luft geholt. Da ist noch eine. Wo ist denn da? Rechts, also geradeaus. Genau die gleiche Flucht, wo der andere war, den du eben abgeschossen hast. Stopp, links. Ja, ruhig. Fliegt das Ding so scheiße oder fliegst du scheiße? Ja, Mischung aus Maus. Das ist Prometheum. Ah. Okay, Feuer. Nee, Prometheum brauchen wir nicht. Und runter durch. Prometheum-Lager braucht man nicht. Das ist nicht das Richtige. Nee. Du brauchst ein Tastavia um. Und ein Allergikum. Genau. Und Milch von den Kühen. Flieg einfach mal zurück. Willst du looten kurz? Ja, guck mal. Kannst du mir rauslassen? Ich habe immer noch eine Pistole. Ich bin nicht komplett wehrlos. Was mit den Viechern da? Können die was Moment, tun? Schwerge Jetpack. J. Nein, die machen mir nichts. J. Jetzt. So geil.
Okay, bin raus. Sammel mal die Gräser noch rechts und links neben dir ein. Ja, du denkst wieder an das eine, ey, Mann. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich hab nachgeladen. Wow! Wow! Oder? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich kann auch nur ganz schwierig. Das war ja so klar eigentlich. Sau. Hat er dich getroffen? Ja, hat er das kaputt gemacht? Ja, wir haben nur noch ein Düsentriebwerk hinten. Da kommt noch eine. Die Richtung, wo ich schieße? Ja. Gut. Da kommt noch eine irgendwie. Ja, ich sehe sie. Die, oh scheiße, es fliegt neben mir ein. Ich bin sofort soweit. Oh. Komm schon, Kleiner. Komm schon, du bist ein Guter, du bist ein Guter, ja. Oh, sehr gut, Mia. Ich repariere mal kurz das Schiff. Ja, wir können auch kein zweites Geschütz herstellen, gell? Geschütz nicht, Dann hol ich mal die andere Drohne. Das Ding ist kaputt hier, Mann, Alter, mir ist... Das Problem ist, wenn wir immer so spät aufnehmen, dass mir einfach die Worte fehlen, weil ich ja am Tage alle schon losgeworden bin. Schließt du, wie ich meine? Fehlt ein Päckchen Worte für den Namen. Ja, genau. Ich hole mal die am Hang. Hat er uns schön hier Triebwerk weggeschossen, genau, das war das Wort. Triebwerk, welches? Ja, da hinten. Also, wir haben noch eins. Alles gut soweit. Okay. Ich hätte halt nicht stehen bleiben dürfen, dann hat er natürlich schön anvisiert. Das Ratte. Ich habe schon wieder Erinnerungen an unsere Season. Naja, genau, ne? Genau, genau. Ich weiter drüber nach. Du gehst nach da oben, okay, dann hol ich dich ab. Aber dann fliegen wir jetzt zurück, oder? Was? Ja, Prometheum war doch das. An dem Prometheum ist ja Sprit. Nee, wir fliegen natürlich nicht zurück, Mia. Das war ein bisschen Nein, ein Risiko. Aber dann nochmal 100 Schuss hier drin. Das war natürlich cool. Du holst mich ab? Bist du da? Die war doch noch eine Drohne, dachte ich, oder? Ja, die kommt auf uns Egal. Zu. Okay. Was mach drin? Ich vom Boden aus. Mach ich vom Boden aus. Geh mal weg da, Vieh. Hä? Kommt die auf uns zu? Ja, sieht so aus. Scheiße, wenn da ein Raketenwerfer war. Ich guck mich mal um, nicht, dass er... Da hinten ist noch eine Drohne, oder hast du die geholt? Nee. Im Erzlager. Ich nicht, nee. Also ich sehe sie jetzt nicht mehr. Ja, die ist quasi über den Hügel rüber, ja. Hab sie verjagt. Okay, dann... Kobalt-Erz, nee, auch nicht richtig. Ey, das ist ja richtig Ding. Das Ding ist ja richtig voll mit Stoff hier. Bist du hier bei dem... Nee, ich lauf grad dahin. Ich bin jetzt 330 Meter vom Prometheum-Erzlager entfernt. Ich hab fast keinen Sauerstoff mehr. Oh. Lande und tank auf. Ich habe auch noch die Hälfte, habe ich noch. Aber ich bin halt auch. Mal gucken, ob wir nicht hier irgendwie gleich Besuch kriegen von irgendjemandem. Nee. Die beim Berg ist weg. Die hängt in der Luft, oder? Kommen wir nicht hin? Jetpack? Drohne. Ja, Jetpack, kommst du so hoch? Ich denk schon. Wenn ich, stelle ich mich aufs Raumschiff, du fliegst hoch, oder? Und Räuberleiter. Das könnten wir machen, ja. Luftgefrischt, aber lass mich auch mal. Hab ich wieder eingepackt, ne? Nein, ich meine, du hast, mach mal eine Sauerstoffflasche da rein und dann. Naja, die Sauerstoffflasche hab ich wieder eingepackt in das. Oder ja, ist okay, noch? Ich bin voll. Oh, cool. Probier's jetzt mal, ob ich da rankomme mit dem Jetpack. Dun, 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 dun. So, setzen wir da drunter. Ne, lang nicht, okay. Wir müssen. Ah. Schade. Komm mal runter. Spring doch auf mich ruf und dann. Ja. So, warte. Die ist weg. Guck mal über dir. Ach, shit. Okay, ich steig ein. Ja, okay, kannst. Hast du noch die Gewalt über die Waffen? Jupp. Hast du. Gut. Oh, wie weit die Dinger fliegen, ist echt cool. Ach, schade. Naja, ein bisschen Stuff habe ich bekommen. Aber wir können uns kein Triebwerk herstellen, oder? Hier drin. Es geht nur um großen Constructor. Richtig, ja. Was wir uns hier aber herstellen können, wäre eine Lampe, also eine Lichtlampe. Eine Lampe. So eine Lampe, eine Leuchte.
So eine Lampe. Ja, ist das, Eresium. Ah, sehr geil. Aber mach langsam. Ja. Lass es runter. Komm, ja, also, ja. Das an. Hä, wieso schießen jetzt wieder zwei? Wieso schießen jetzt wieder zwei? Das sind zwei Schüsse bei dir. Ja, nochmal, das Triebwerk ist kaputt gegangen, nicht unser. Ach, das Triebwerk, ich dachte Raketenwerfer. Ja, geht doch. Warte, ich steig aus, oder? Das ist ein bisschen hoch vielleicht. Nicht? Wieso, der tut uns der auf jeden Fall. Der arme Krebs. Krebs? Lass mich doch mal raus. Halt doch mal an. Ja, warte doch mal, ich muss dich ja wenigstens da hinbringen hier, oder? Na gut, das stimmt, bevor ich jetzt auch rumgelatscht wäre. Wir sind noch vier. Wie sieht's mit dem Essen eigentlich aus? Ich hab doch keine gegeben. Ich hab mich hochgeheilt durch Zeug, was da rumstand bei uns. Na also. Okay. Bleib ja liegen, Freund. Klär ich vorher hier, Minastet. Okay. Ich bin unten. Ich fange an mit dem Abbau. Wo ist denn noch direkt unter uns? Was, 30 Meter? Ja, gut, so groß wird es. Achso, ich mach das mal aus. Was ist denn, soll man hier den Kern? Nee, der Kern ist ja eingebaut. Ich bringe uns erstmal runter. Ich habe ja gehofft, dass wir eine Alien-Basis looten können, um an die Dinger ranzukommen. Aber wenn wir das Zeug haben, können wir auch ein Advanced-CPU machen, oder? Ich glaube schon. Wie gesagt, zur Not müssen wir. Zur Not müssen wir nochmal an den Dings ran, an die. Mann, Asteroiden. Fuck. Gottes Willen. Auf dem Päckchen Worte. Ja, bitte. Bitte. Nimm mal das Fleisch mit, mal sehen, ob es bis zu Hause hält. Wir haben keinen Kühlschrank, jetzt haben wir im Livestream gehabt, da habe ich einen Kühlschrank eingebaut in die Karre. Oh, da ist ja richtig, geht ja schon los, wollen wir denn. Was geht schon los? Naja, ist, bist ja schon dran. Kommen wir mal ein. Mal ich mach einen Weg. Den Eingang. Na, okay, fest hier jetzt. Ich sammle ein. Na gut, dann gebe ich jetzt Gas, mal jetzt beide Tasten und auf geht durch. Nicht besonders groß, ne? Nee, aber ich sammle ihn ein pro. Jetzt hier. Was ist denn da gefallen? Danke. Ich hab einfach nur T-Druck. Naja, richtig viel für mich. Also ich hab Ton 40 schon. Man sollte unseren Raumschiff nicht zerschießen. Ja, das stimmt. Wir haben auch komplett die Zeit vergessen. Werden wir hier abbauen? Werden wir noch 30 abbauen? Herr Fleisch, aber bitte. Meine Damen und Herren, war mir ein Vergnügen, euch hier begrüßen zu dürfen auf dieser Folge, auf dieser kleinen Insel der Gemütlichkeit bei Minas und mir. Und ich sage, lasst uns Daumen da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.